findet der faire Handel neue und engagierte Partner. An der Universität. Denn die Studierenden von heute sind die Entscheidungsträger von morgen. Um Fairtrade University zu werden, müssen 5 Kriterien erfüllt werden. Erstens Hochschulbeschluss, zweitens Steuerungsgruppe, drittens Fairtrade-Produkte in Geschäften, viertens Fairtrade-Produkte bei Veranstaltungen und fünftens Aktionen zum Fairhandel. So wird die Universität des Saarlandes im Mai 2014 die erste Fairtrade University Deutschlands. Ein großer Erfolg für das Aktionsbündnis Fairer Uni Saar und kein Ende in Sicht. Die Nordseeinsel Langeoog im Weltnaturerbe Wattenmeer bietet viel gute Luft, Sonne, Strand und Meer. Während die Urlauber ihre Seele baumeln lassen, nutzt die AG Fairtrade Insel Langeoog jede Gelegenheit, die Menschen vom fairen Gedanken zu überzeugen. Und das mit Erfolg. Denn seit 2012 ist Langeoog Fairtrade Insel. Inselgäste werden mit der fairen Rosenaktion überrascht. Die Fußballer spielen mit Fairtrade-Bällen. Und im Kindergarten wird fair gefrühstückt. Auch die alljährliche Verkaufsaktion mit fair gehandelten Mangos hat eine lange Tradition. Die Insulaner begeistern für den fairen Handel. Schrill, bunt und überzeugend. So verkünden die Künstler für Gerechtigkeit ihre Botschaft. Ihr Thema: globale Gerechtigkeit und der faire Handel. Mit dem Punk-Musical Global Players erzählen sie von Hunger, Armut und Ausbeutung auf der Welt. Fast 40 Mal wurde das Stück in deutschen Schulen aufgeführt. Es richtet sich an Jugendliche ab 11 Jahren. Global Players klärt über den fairen Handel auf und macht den Jugendlichen Mut, selbst aktiv zu werden. Gemeinsam können wir es.